herzlich willkommen hier zu einem neuen Video. Wir reagieren heute auf AlphaCamel, der hat nämlich ein Video gemacht, wie Memo seinen Halfer spielte. Ich habe meine Familie auch alleine gelassen. Ich habe meine Familie eigentlich wegen ihnen auf den Stich gelassen, auseinandergelebt. Ey, reicht doch, du wärst da, genau. Ich klär das alles auf, genau. Dann werdet ihr alle sehen und sagen, oha. Memo, aber er hatte wieder recht. Und damit willkommen zu einem Update-Video. Ich hatte ja letztes Jahr schon mal ein Video zu Memo gemacht, bei dem er noch auf Malta Casino zockte. Das macht er aber mittlerweile nicht mehr, da er wieder zurück nach Deutschland gegangen ist. Und aufmerksam auf dieses Thema wurde ich durch den YouTuber Labil, der ebenfalls ein sehr kurzes Video zu Memo erstellte. Ich werde aber jetzt in diesem Video etwas genauer ins Detail gehen, euch erzählen, was Memo so macht, was er vor 4 Monaten in einem Interview auch über Montana Black sagte und wie seine Entwicklung über die letzten Monate vor allem verlief. Denn es scheint nämlich so einiges passiert zu sein, wovon die meisten höchstwahrscheinlich noch gar nichts wissen. Beginnen wir aber erst einmal gar nichts mehr mitbekommen, ne? Vor einem Jahr kritisierte ich Memo für seine Maschen, um seine Zuschauer... Ja, dass das auch schon wieder 11 Monate her ist, ne? Das weiß ich, da habe ich auch ein Video zu gemacht. Ich glaube, das war im Februar oder so. Krass. Casino zu locken. Zum einen fanden auf seinem Discord Gewinnspiele statt, bei denen man nur Dinge gewinnen konnte, wenn man ins Casino überhaupt einzahlt. Also das ist schon sehr, sehr krass, wie man die Zuschauer dazu verleiten möchte, im Casino mitzuspielen. Und zum anderen kritisierte ich auch seine YouTube-Highlight-Kanäle, bei dem er zeigte, wie er hohe Gewinne erzielt und dort angeblich jede Menge Geld gewann, obwohl es im Stream eigentlich anders ablief. Da konnte ich auch relativ gut aufzeigen, wie unfassbar manipulativ diese Videos waren. Denn oftmals wird es von den Casino-Streamern auf YouTube so hingestellt, als hätten sie extrem viel Geld gewonnen, obwohl sie im gleichen Atemzug in ihrem Livestream eigentlich viel Geld verloren haben. Hier ja. Hat er beispielsweise... Ja, das ist immer so das Ding, der man versucht halt immer so, also diese Highlights und so weiter ziehen ja halt darauf ab, dass du die Links einfach benutzt, ne? Und dafür musst du natürlich auch zeigen, dass du halt Geld gewonnen hast, ne? Wenn du zeigen würdest, wie du halt irgendwie 100.000 Euro verlierst, so, dann würde sich ja keiner anmelden, so, ne? Ist ja auch klar. Denken die sich auch so, hä, ja. 18.52 Uhr noch über 13.000 Euro auf seinem Konto und 21.35 Uhr waren nur noch 7.800 Euro auf dem Konto. Das heißt, er hat binnen von 2,5 Stunden fast 6.000 Euro verzockt. Und was sieht man jetzt auf YouTube? Richtig. 20.000 Euro mit der flotten Biene. Cash out safe. 10.000 Euro Auszahlung schmeckt. 55.000 Euro Bonus Opening. Über 35.000 Euro. Jam & Jars dreht durch. Jam & Jars aber auch ein nices Game. Sorry. Das Ganze und noch mehr waren meine Kritikpunkte im damaligen Video zu Memo. Denn die Leute so zu manipulieren, um sie ins Casino zu locken, ist mehr als fragwürdig und vor allem extrem problematisch, wenn man sich einfach mal mit den Konsequenzen einer solchen Spielsucht auseinandersetzt. Doch Memo ist mittlerweile nicht mehr dieser Typ, den man vor der Slot spielen sieht und streamen sieht. Er hat nämlich seit dem 20. Juni 2022 aufgehört, auf Twitch zu streamen. Ach, krass. Zumindest aus seinem Casino-Account, ist von Malta wieder nach Deutschland zu sein. Ja, man hat echt von Memo hört man auch wirklich gar nichts mehr, ne? Also so null. Familie gezogen. Die YouTube-Kanäle rund um sein Casino wurden außerdem auch noch gelöscht und Memo äußerte sich in einem Interview bei dem Kanal... Digga, das habe ich auch gar nicht mitbekommen. Junge, wie kann denn sowas immer an einem vorbeigehen? Also, dass auch keiner meiner Zuschauer das anscheinend... Also, keiner hat mir das geschickt auf jeden Fall. Sehr schade. Also, wenn ihr sowas seht, schickt mir das gerne. Eunice Jones über seine Vergangenheit auf Malta, was er in Zukunft machen möchte und wie sein Verhältnis zu Monte ist, beziehungsweise was alles noch so vorgefallen ist, und er zeigte sich auch ziemlich frustriert. Und da können wir auch gleich einiges anschauen. Das Ding ist, dieses Interview hatte gar nicht ganz so viel Reichweite. Digga, ich habe einfach Muskelkater im Trizeps, im Bizeps und in den Schultern. Junge, Alina, danke für die 100 Bits. Boah, ich hoffe, du hast die getragen, Alter. Würde mich schon geil machen. Wissen, was dort alles gesagt wurde. Damit ihr aber generell erstmal die Situation zwischen Monte und Memo versteht, weil darauf werden wir uns gleich noch ein bisschen mehr beziehen, erzähle ich euch mal in kurz. Michelle, thanks for the T1 Sub. Und nein, ich werde hierbei keine Partei ergreifen, denn das müssen die beiden selber unter sich ausmachen, was richtig, was falsch ist und so weiter. Das heißt, ich stelle mich weder auf Montes Seite noch auf Memos Seite. So wie es den Eindruck machte, hatten damals Memo und Monte den Plan, nach Malta auszuwandern, um von dort aus Casino zu streamen und Casino zu zocken. Memo hatte auch schon den Casino-Vertrag in Sack und Tüten und hat schon alles fertig gemacht für den Umzug. Dafür hatte er sogar sein eigenes Café und auch seine Familie sozusagen in den Stich gelassen, wie er es selber meinte, um eben diesen großen Schritt zu gehen, um Casino mit Monte zu streamen. Und Monte wollte eigentlich auch erst nach Malta ziehen, hatte dann aber noch kurz davor den Rückzieher gemacht, weil er zum einen eine Freundin kennenlernte, zum anderen ja noch sein neues Haus hatte und wahrscheinlich auch aus diversen anderen Gründen. Demnach ist Memo ganz ja. Ich glaube, das Ding ist halt, also ich denke, dass das so ein bisschen ist, also es ist halt sehr doof gelaufen, safe. Ich weiß nicht, so wenn das jetzt genauso gelaufen ist, ich könnte Monte aber auf jeden Fall verstehen, ne? Also gut, das mit dem Haus, das weiß man eigentlich halt vorher schon, aber zum Beispiel auch, wenn du jetzt halt zufällig da irgendeine Freundin und so weiter kennenlernst, das ist halt schon
Also würde ich halt schon sagen, auch ein Grund, dass man halt sagt, ey Bro, ich bin mir halt nicht sicher, ob ich auswandern soll. Vor allem muss man ja auch einfach sagen, ja gut, also für Mont hätte es sich safe gelohnt. Ich glaube, der hätte Millionen gemacht auf Malta, weil du einfach durch Casino verdienst du so viel Geld. Ich meine, guckt euch einen Orange Morange an, so, ne? Obwohl er nur, ich glaube, so im Durchschnitt vielleicht 6.000 Zuschauer hat, wenn der Slot streamt, hat er sich jetzt ein Lambo gekauft nach einem Jahr oder nach 6 Monaten oder so, ne? Also auch richtig krass. Aber Monte verdient ja sowieso so viel Geld, also, ne, sodass man jetzt nicht sagen muss, okay, ich brauche jetzt unbedingt diesen Deal. So, vor allem, wie gesagt, Monte ist ja auch jemand, hat er schon öfter gesagt, ne, der jetzt nicht so gerne unterwegs ist, der lieber zu Hause chillt, der ist ja auch voll oft nicht zu Events und so weiter gefahren. Und ja, deswegen ist natürlich doof trotzdem, ne, auch gerade wenn das jetzt schon so weit nach vorne gegangen ist, dass Memo dann alleine dahin gezogen ist, das tut mir schon leid, safe. Aber man weiß halt auch nicht genau, wie weit ist das wirklich schon gewesen mit dem Auswandern und so. Ne? War das wirklich so, keine Ahnung, dass die jetzt am Flughafen standen und Monte hat gesagt nein? Oder ne, gab es generell schon Diskrepanzen und man hat gemerkt, so okay, Monte will eigentlich gar nicht so, ne? Und Memo war vielleicht einfach viel überzeugter, ne? Weil ich wette, für Monte hat sich das gelohnt, kann ich mir vorstellen. Ne? Also du verdienst, auch wenn du ein kleiner Streamer bist, verdienst du wirklich richtig viel Geld damit, ne? Kenntnisse nach Malta ausgewandert und war sichtlich schwer enttäuscht von einem Montana Black. Weshalb dann, by the way, auch die Freundschaft zwischen den beiden zerbrach, weil das schon eine ziemlich heftige Angelegenheit war. Das ist die Kurzform, wie alles ungefähr abgelaufen sein sollte. Nun erschien aber am 13. August letzten Jahres ein Interview mit Eunice Jones, bei dem Memo seine Enttäuschung über Montana Black freien Lauf ließ. Zu der Zeit hatte man auch wirklich gar nichts mehr von Memo gehört. Er ist relativ inaktiv auf seinen Social Media Kanälen und er meinte auch selbst, dass das nicht so für ihn ist. Deshalb kann man gerade nur zu dieser Zeit Informationen aus diesem Video gewinnen. Und deshalb schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Dinge an, die Memo in dieser Zeit belasteten, wie er über die Vergangenheit sprach und auch über die Zukunft spricht. Und so sagte Memo beispielsweise, dass er dieses Internet-Ding nie wollte. Er wollte nie diese öffentliche Reichweite von Montana Black, weil er scheinbar auch gar nicht der Typ dafür ist. Ja, jetzt hat Monte sich, was das angeht, auf jeden Fall weiterentwickelt, dass der öfter unterwegs ist. Ne? Vielleicht hat er auch selber gemerkt, dass es einfach die Zukunft ist. Ne? Er hat ja auch sein eigenes Event und so weiter gehabt. Was ich auch gut finde, by the way, so. Aber ich glaube, er hat selber gemerkt, so, dass du das also heutzutage auf Twitch und so weiter, musst du sowas halt doch einfach haben. Sei und ihm Privatsphäre viel wichtiger ist. Und dennoch ist er laut eigenen Angaben dort ungewollt reingerutscht. Ja, ich bin hier rein, ich wollte eigentlich nicht, bin da reingerutscht. Genau, du bist durch einen damaligen Freund, der auch im Social-Media-Bereich unterwegs war. So reingerutscht. Reingerutscht, ungewollt. Ich habe damals ihm gesagt, poste mich nicht, ich will nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Natürlich, er hat mich doch hier reingesteckt, ich habe ihn noch nicht. Ja. Ich wollte das ja nicht. Und dann so tun, ob er alles für mich gemacht hat. Ich habe Dienst besorgt, das besorgt. Hey, tut mir leid. Wollte ich das? Also er selbst behauptet, dass er nie in die Öffentlichkeit ja, wollte. Gut, ich weiß nicht. Also ich meine, selbst dann könntest du, wenn es dir wirklich wichtig wäre, könntest du halt schon sagen, so ey, keine Ahnung, also lösch das. Jetzt kannst du noch, könnte man zur Polizei gehen oder so, keine Ahnung. Aber ich meine, weiß nicht, er hat selber angefangen zu streamen, er hat selber angefangen, YouTube-Kanal zu machen und so. Also ja, reingerutscht, okay, aber es ist ja ein Unterschied so. Nur weil du jetzt zum Beispiel mit Monte hängst und du vielleicht mal in einem Vlog zu sehen bist oder in einer Story, ist das ja nochmal was anderes, als wenn du wirklich anfängst, eigenen Content zu drehen. Und dann jetzt halt komplett Monte so die Schuld zu geben, weiß ich nicht. Finde ich ehrlich gesagt eher weird so, ne? Komisch nur, dass Memo scheinbar... Und ja, aber ich kann Monte da verstehen, dass er irgendwie sowas sagt wie, ja, guck mal, was ich dir ermöglicht habe, weil ich finde auch, dieses Influencer-Leben ist halt einfach krass so, ne? Ihr müsst mir überlegen, so, keine Ahnung, man macht halt ein paar Videos, man macht ein paar Streams, so, man kann ja wirklich so viel Geld verdienen, wenn es halt läuft natürlich, ne? Also er seine öffentliche Präsenz für seine Casino-Deals ausnutzte, um möglichst viel Geld rauszuziehen. Was ich außerdem komisch finde, ist, dass er ausgerechnet im Dezember wieder anfing, Videos zu drehen, bei denen man auch merkte, dass er schon auf gute Klickzahlen und öffentliche Präsenz aus ist. Okay. Jetzt hören wir hier 2-3 machen, dann haben wir erstmal für 2-3 Wochen was. Mhm. Und wenn es gut ankommt natürlich. Und wenn nicht, dann die, die. Naja, das sei jetzt aber auch einfach mal so dahingestellt mit der öffentlichen Präsenz und dass er wirklich nach Klicks aus ist. Zumindest macht der Monte Vorwürfe, dass er nie in der Öffentlichkeit stehen wollte und er diese Reichweite dennoch bekam. Er sagte außerdem, dass er die Entscheidung, wieder in der Öffentlichkeit zu stehen, nicht mehr treffen würde aufgrund seiner Privatsphäre. Wenn du die Zeit rückgängig machen könntest, würdest du sagen, würdest du es nochmal haben wollen? Oder eigentlich nicht. Nein? Weil man hat auch eigentlich kein Leben. Bleib mir aber einfach mal bei diesem Interview, denn da bekamen wir noch viel, viel mehr. Kann gerne noch ein bisschen lauter machen. So erzählte er auch, dass er schon von Montana Black enttäuscht war, als er allein nach Malta zog, weil er dadurch seine Familie und auch sein Café im Stich gelassen hat. Ich habe hier meine Familie eigentlich wegen ihnen auch im Stich gelassen, habe gesagt, okay, ich zieh dir mit
dir durchgemalt da, ne? Ich wollte ja nicht alleine dahin. Ja, aber ich weiß nicht, Digga. So, also jetzt so kein Front gegen Memo oder so. Aber ich finde, er macht sich das zu einfach. Also jetzt halt zu sagen, so, ja, ich habe ja meine Familie wegen dir im Stich gelassen, so. Also er tut so, als wenn er keine Vorteile davon hatte jetzt. Also no front, egal ob man in die Öffentlichkeit will oder nicht. Ich meine, auch er wird es wahrscheinlich besser finden, wenn man mehr Geld hat. So, ich glaube, keiner würde sich beschweren, viel Geld zu verdienen. Und du verdienst als Casino-Streamer halt super viel Geld. So, das ist halt klar, selbst mit einer kleinen Reichweite, ne? Beziehungsweise, stellt euch mal vor, er wäre zusammen mit Monte da hingegangen und hätte mit Monte gemeinsam gestreamt. Junge, der wäre Millionär geworden. Der wäre sowas von Millionär geworden. So, und jetzt so kein Front, aber ich glaube einfach, dass er so das Geld in den Fingern gejuckt hat, er da unbedingt hin wollte. Und dann jetzt so zu tun, wie, ja, ich bin da irgendwie reingerutscht, so nein, so anscheinend nicht. So, du hast dich ganz klar dafür entschieden, da halt mitzumachen. So, und dass es jetzt dann halt so gelaufen ist, ja, okay, ist doof, wie gesagt, da müsste man sich mal so richtig die Meinung von Montana Black zu anhören, so, ich denke nicht, dass er dazu irgendwas sagen wird, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass nur Monte da der Doofe ist. Meine Familie auch alleine gelassen, mein Laden alleine, beinahe hätte ich auch alles verloren. War ja nicht meine alleinige Entscheidung, ich kann kein Englisch und du wirst da, aber ich bin so ein Mensch, egal, jetzt hast du einen Vertrag, musst dir trotzdem bezahlen, machst das Beste. Also Memo zeigte sich sichtlich enttäuscht und auch gleichzeitig frustriert, als er wieder von Malta nach Deutschland zog. Das konnte man auch immer wieder gut erkennen an den Sticheleien, die er gegen Monte machte. Aber wenn eine Person sagt, das hat nichts in der Öffentlichkeit zu tun und dann jedes Mal ballert, jedes Mal, okay, man hat keinen Kontakt, dann sagt man das doch nicht jedes Mal. Aber ich muss hier nicht jedes Mal Insta-Story-Rumfrage machen, warte, an den einen Tag hat er zweimal, ich habe keinen Kontakt. Und dann in vielleicht schreibt er die Fragen selber. Das machen auch viele. Ja. Und dann hat er auseinandergelebt. Ey, reicht doch. Wie oft willst du das denn noch sagen? Du weißt selbst, was auf dieser Welt das Wichtigste ist. Zeit. Und ich habe sehr viel Zeit geopfert für ihn. Das weiß er auch. Und das ist traurig. Die haben mich ja so gedacht, ich bin wie die anderen Freunde von Monte, die Monte hilft. Und ich hatte von Monte schon mein Haus, ich hatte von Monte mein Laden. Wie ging's dir? Also du warst nicht darauf angewiesen, nein, oder du bist auch gar nicht auf diese Sache. Und dann verdrehen die das immer so und dann, er stellt das auch ab und zu so dahin, das ist traurig. Also Memo zeigte, dass er enttäuscht. Stimmt, Digga, Alpha Kevin hat im Gesicht so gar keine Haare, aber am Hals. Hä? Das ist ja richtig cool, Junge, mach das doch weg. Und frustriert von aber auch voll viel, ne? Junge, guck mal, das ist ja ein richtiger Wald, Alter. Hä? Also das passt ja so gar nicht. Also andersrum wäre halt normal, weißt du, hier aber da nicht. Ja, warum denkt man sich so, boah, Digga, mein Halsbart? Boah, dieser Halsbart ist ja so geil, Alter. Oh mein Gott, ich liebe den erstmal. Und Monte war, weil Monte ihn angeblich immer wieder in die Öffentlichkeit zog, obwohl das Memo eigentlich gar nicht wollte. Ich persönlich kann dazu aber relativ wenig sagen, da ich weder Memo gehört. Ja, verrutscht, Digga. Ja, dann hieß du einmal, Digga, da sind die Barthaare unter der Nase plötzlich am Hals, Digga, was willst du machen? Ey, aber er braucht keinen Schal jetzt im kalten Winter, ist doch gut. Noch bin ich Montana Black gefolgt, dadurch konnte ich jetzt auch nicht wissen, ob das alles so stimmt, wie er das hier erzählt. Deshalb kann ich auch nur diese Sicht einfangen und das nicht wirklich beurteilen. Im Anschluss war Memo dann wieder eine ganze Zeit lang gar nicht mehr in der Öffentlichkeit. Er postete nichts auf Instagram, er postete nichts auf YouTube und auch auf Twitch war inaktiv. Er selbst begründete diese Inaktivität dadurch, dass privat einiges vorgefallen ist, beziehungsweise er sich um viele Sachen kümmern musste, da er auch mittlerweile wieder in einer Beziehung ist und dadurch auch familiär mehr eingespannt ist. Jetzt war ich zu Hause, drei, vier Monate war ich jetzt zu Hause, da alles auf Vordermann gebracht, meine Scheune war auseinandergefallen, kann man so sagen, ja, ne? Auseinander, hab den Dach und so aufgeräumt, zu Hause habe ich ein bisschen was verändert, wie ihr wisst, FBI, bin ja auch jetzt vergeben. Dann ist man Freundin, Familie, war ich deswegen so lange weg. Man sagt immer morgen, morgen, morgen und die Zeit läuft einen so weg. Ne? Das ist der Grund, weshalb man ihn auch eine Zeit lang nicht mehr im Internet sah. Dieses Video, wo er das erzählte, war auch gleichzeitig sein Comeback-Video, welches er im Dezember hochlud. Und dort kündigte er außerdem an, mit seinem T6-Bus durch Deutschland zu touren, um Zuschauer zu treffen, mit denen zu spielen und eine coole Zeit zu genießen. Diese Zuschauer konnten dann beispielsweise mit ihm Karten spielen, ein bisschen quatschen, etwas mit ihm unternehmen. Und was soll ich sagen? Die Idee an sich ist super cool. Ja, die Idee an sich ist cool, aber ich weiß, ich würde es irgendwie
irgendwie weird finden, wenn ich jetzt rumfahre, um damit Leuten Uno zu spielen. So, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das macht ihn auch irgendwo so ein bisschen sympathisch. Aber man merkte einfach, dass dort gar kein Konzept hintersteckte. Man hat halt in diesen Videos gesehen, dass Memo gar nicht so richtig wusste, was er jetzt eigentlich sagen sollte, wie er mit der Situation umgehen sollte, dass er dort fremde Menschen trifft. Und dementsprechend waren manche Reaktionen immer so ein bisschen angespannt gewesen, nicht ganz so selbstsicher und so weiter. Das hat man wirklich gut gespürt in diesen Videos. Und demnach wirkte das Ganze nicht so cool. Die Reichweite blieb auch aus, weshalb seine Videos nicht mehr sechsstellige Klickzahlen erreichten, sondern teilweise nur an die 10.000 Aufrufe machten. Und das, obwohl er sich wahrscheinlich... Ja, das ist halt normal. Also solche Videos geben halt auch einfach keinen Mehrwert. Ne? Da guckt man dann halt höchstens echt bei, es ist halt Memo, ist ein Comeback, da guckt man mal ein paar Videos zu. Ne, das ist immer so das Ding, dass wenn du jetzt zum Beispiel ein Comeback hast, dieses Video kommt meistens richtig gut dann und die Videos danach einfach gar nicht mehr. Das ist zum Beispiel jetzt auch bei den Typen von Ape Crime, so, wie heißt denn der? Ist da irgendwas, was ich löschen muss? Nee, wie heißt denn der von Ape Crime? Der in Therapie war, wie hieß denn der Kanal? Therapie André, findet man das so? Elliot Tender, Digga, krank. Wie hieß der früher? Teilzeit-Nerd? Ich bin mir gar nicht so sicher. So findet man den nicht. Oh, wie heißt denn dieser Kanal? Jan ist es übrigens auch, stimmt. Jan, war ja am Ape Crime ein. Anderson. Da hat sich schon wieder umbenannt hier. Guck mal so, das ist zum Beispiel, das tut mir halt auch mega leid, weil der wirklich super viel Zeit in seine Videos steckt. Und ich weiß jetzt natürlich nicht, wie das geldtechnisch bei dem aussieht, aber ich sag mal, leben kannst du von den Klickzahlen halt logischerweise nicht mehr, ne? Und das ist zum Beispiel auch hier, der kam wieder vor 3 Monaten, 700.000 Aufrufe, so richtig krass, auch das erste Video 160.000. Und guck mal, du siehst richtig so, wie das runtergeht, so 100.000, 36.000, 17.000, 12.000, gut, dann kam mal eins wieder ein bisschen besser an, so, oder 9.000, 8.000, so, und jetzt ist es da wirklich runtergegangen auf teilweise nicht mal 5.000, so, ne? Und das ist echt schade, so, weil ich ihn auch super sympathisch finde. Ich habe ihn, glaube ich, privat noch nie kennengelernt, aber so in den Videos auch früher, ich fand seine Fragenvideos auch richtig nice, die der gemacht hat. Und ich finde es halt sehr schade, ne, weil der da wirklich so sein eigenes Ding macht, aber es juckt halt einfach keinen, weil es halt für viele nicht interessant ist, so, ne. Ähnlich mit diesem Format sicherlich mehr erhoffte, denn dadurch rentierten sich die Videos. Ja, ausgesorgt kann sein. Vielleicht, keine Ahnung, 2, 3 Immobilien gekauft, irgendwo gut investiert oder so, ne. Außerdem muss man auch noch dazu anmerken, dass er genau in diesem Monat, als er wieder Videos hochlud, ganze 7.000 D-Abonnenten verzeichnete. Was soll man aber jetzt eigentlich noch zu Memo mit 5 O sagen? Er selbst wollte scheinbar nie laut eigenen Aussagen in der Öffentlichkeit stehen. Durch den Push von Monte und der öffentlichen Präsenz, die er dennoch bekam, nutzt er die Situation, um einen Casino-Deal anzunehmen, um möglichst viel Geld daraus zu ziehen. Er verstritt sich außerdem noch mit Monte und zog alleine... Boah, es würde mich echt interessieren, wie viel Geld er so mit dem Casino-Deal gemacht hat. Malta. Mittlerweile ist er aber wieder weg von seinem großen Social-Media-Hype, hat nur noch wenige Fans im Vergleich zu früher, weshalb er sich nun auch wieder voll und ganz auf seinen Kaffee konzentrieren kann. Man kann hierbei jetzt wirklich sagen, er steht mittlerweile genau dort, wo er damals stand, nur dass er zwischenzeitlich einen riesen Hype hatte. Es ist aber auch ehrlich gesagt schade, wie diese Beziehung zwischen Monte und ihm auch gelitten hat. Aber wir als Zuschauer können diese Situation ohnehin auch nicht beurteilen bzw. beeinflussen. Denn sowas ist deren Sache, wenn es um zwischenmenschliche Kontakte geht. Ich finde Memo an sich ziemlich sympathisch. Er hat ein sympathisches Auftreten, er ist ein netter Typ, der leider seine Reichweite für absolut verwerfliche nutzte. Aber man merkte vor allem in seinen letzten Videos, dass die öffentliche Präsenz nicht wirklich etwas für ihn ist. Demnach zeigt er sich auch wieder komplett inaktiv auf seinen Social Media Kanälen nach diesen 3 Videos, die er hatte. Aber ich würd halt einfach sagen, so kein Front, aber ich finde Memo ist einfach kein Influencer so. Na, ist auch gar nicht böse gemeint, aber es gibt einfach Leute, die sind jetzt nicht so dafür gemacht. So, er ist halt ein sehr ruhiger, sehr gelassener Typ, sag ich mal, ne, was, ich meine, das sieht man halt, weißt du, so, wenn du Fans besuchst, so, du kannst ja wirklich alles machen, so, keine Ahnung, Digga, besuch die, na, sag, ey, zeig mir mal den besten Döner oder ey, lass mal, keine Ahnung, in eine Kletterhalle gehen, whatever, also du kannst ja so viel machen, so geilen Content und er denkt sich so, wollen wir Uno spielen? So, ne, das finde ich aber auch gar nicht schlimm, das ist gar kein Front irgendwie, ne, nicht falsch verstehen, so, es gibt einfach Leute, die jetzt nicht so dafür gemacht sind, von ihrer Ausstrahlung her einfach so Influencer zu sein, ne. Von daher hat er anscheinend auch sein Café noch und so weiter, ne, ich hoffe auf jeden Fall, dass bei dem halt weiter läuft, was das angeht, ne, aber, ja, weiß ich nicht, ist halt alles nicht so gut gelaufen für ihn, oder doch, vielleicht hat er auch super viel Geld gemacht und er denkt sich so, ja, egal, komm. Immerhin kann man sagen, er hat aufgehört mit diesem Casino-Schmutz, verfolgt wieder seine eigenen Ziele, hat immer noch sein Café, welches er aktiv führt und macht bessere Dinge, als er zuvor tat. Und das ist doch schon mal eine gute Sache. Was sagt ihr zu Memos Entwicklung? Findet ihr es schade, wie die Entwicklung verlief? Oder habt ihr da eine andere Meinung? Schreibt das gerne in die Kommentare. Und vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ciao. Ja, gutes Video, sehr gut zusammengetragen. Guck mal, solche Videos von Alpha Kevin wünsche ich mir. Ich habe nicht einen einzigen Kritikpunkt daran, außer seinen Halsbart.
Warum macht er nicht immer sowas? So, gutes Video.